Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Bus. Heute fahren wir mit dem krassen Bus wieder, mit dem Bankbus. Das war fast mein erster Bus, den ich für euch in dem Workshop eröffnet habe. So, wir gucken den ganz schnell an. Commerzbank, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß, es gibt keine Werbung an Busse von Commerzbank, aber das ist mir egal. Ich habe es selber gemacht. Und ja, nochmal als Info: Ist ein Workshop kostenlos da, könnt ihr gerne runterladen. Und ja, let's go. So. Lassen wir unsere Fahrgäste nicht draußen warten. Es ist ein schönes Wetter, aber Fahrgäste wollen mit dem besten Busfahrer der Welt fahren. So. Können wir mal schon mal Licht anmachen. So. 2, 1, ja, 9, 6. So. 6, 2. Einrichten. So, gibt es hier noch ein paar, was wir anmachen müssen? Nee. So, Licht. Da muss man nicht ran. Ah, es ist 10 Uhr, 11 Uhr so ungefähr. So lassen. So. So, Klimaanlage an. Tür 1 zu. Bremse lösen. Klimaanlage schön auf 24 Grad. Ist angenehm. Sollte man gut. Wir machen die ja ein bisschen an. So. So. Ach so. So, ja, wir fahren die Route 600. Ups. So, ich muss euch erstmal wieder die Einstellungen gewöhnen. Denn ich habe ein neues Spiel, was demnächst auf meinen YouTube-Kanal kommt. Das wollte ich auch euch sagen. Es wird demnächst wirklich ein neues Projekt von einem The Bus-Film-Video kommen. Also ein neues Bus-Spiel. Ihr könnt gerne in den Kommentaren raten, welches Spiel das ist. Ich sage aber nichts, welches Spiel das ist. Ich weiß aber nur, die Einstellungen drin sind, die Steuerung ist schwer. Da muss ich mich noch ransetzen. Und wenn ich es weiß, werde auch Videos kommen. So. Oh. Ja, ich habe das Spiel mir halt vor ein paar Tagen gekauft. Hab gedacht, komm, ist ein krasses Busspiel. Das können wir gern für unseren YouTube-Kanal rausmachen. Oh, rausbringen wir nicht, sorry. Das ist ein krasses Spiel. Das macht Spaß. Und ich glaube, viele kennen das Spiel halt schon. Aber wie ich gesagt habe, ich muss erstmal mit der Einstellung rumspielen. Wie was funktioniert, Beispiel Drucker oder so, dann kann ich erst das erstmal aufnehmen, weil es wäre kacke, wenn ich aufnehme. Und ich weiß halt nicht, wie man. Weiß nicht. Nach oben schaltet oder so. Also ein paar Sachen habe ich schon richtig eingestellt, Beispiel wie man fährt oder Gang anschaltet, aber ich meine jetzt nur andere bestimmte Sachen wie der Drucker. So. Aber mehr Info bekommt ihr demnächst, was es auch für ein Spiel ist. Ich lasse euch erstmal noch überraschen. So, okay. Let's go. Wir sind eigentlich, wann müssen wir da sein? Ankunft 29 ist 28. So. So, mal gucken. Keiner will rein, einer wollte raus. So. So, komm. Vielleicht bringt das was. So. Ja. Upp, zur Info wieder, was ich hier gerade spiele, ist The Bus. Ein Spiel, was 30 Euro kostet in Steam. Ist ein Steam-Spiel, was 30 Euro kostet. Was halt noch in diesem, wie heißt dieses Testphase ist? Nicht Testphase, ist halt noch nicht. Die sagen, das Spiel ist nicht richtig draußen. Es ist in eine. Ich sag mal Testphase. Es gibt bestimmte Phasen für The Bus. Phase 1 war jetzt der Bus, die Linie, dann die KI-Fahrzeuge, die KIs, die hier rumlaufen. Oder die KIs, die über der Ampel laufen und so. Ups, leckt es ein bisschen. So, ihr seht, die Leistung von dem Spiel ist noch nicht richtig aufgebaut. Da gibt es noch viele Fehler. Zum Beispiel auch Abstürze, die
beim Workshop durchgeführt werden. Beispiel, ihr habt jetzt ganz viel diesen Bus hier geholt, wo man sagen, die Lackierung. Und ihr seid aber während des, wo ihr es geholt habt, noch in das Spiel. Jetzt stürzt ab. Also so ist es bei mir die ganze Zeit. Oder so. Und ja, ich weiß nicht, ob das das gehoben ist. Ich war jetzt lange nicht mehr im Workshop. Ich habe lange nichts mehr geholt. Ich habe zuletzt nur diese Ansagen geholt. Und mehr auch nicht. Es gibt zwei neue Arten von Ansagen. Einmal die ganz alte Ansage von früher, also von 2019, glaube ich, war es. Und dann einmal die Ansage von heute. Die neue, aber die nicht bei jeder Haltestelle ist. So. Nee, ja. So. Ach komm, es ist rot. Ja, es kann sein, dass ich mir vielleicht demnächst ein Lenkrad kaufe, den ich dann für The Bus und für das neue Spiel benutze. Ich muss mir erstmal ein mittelgutes Lenkrad kaufen. Es muss nicht das Beste vom Beste sein. Es reicht mir einfach nur, dass man lenken kann und Gas und Bremsen kann. Das ist das Einzige, was ich brauche. Wäre auch krass. Oh. Moin. Mehr brauche ich wirklich nicht. So. Ab heute können die uns mal reden. Okay, ist auch was Neues. So. So, einmal zurückbleiben bitte und let's go. So. Mit den Linnen sind wir gleich. So. Also reden hinter mir reden die, aber wenn die eine Fahrkarte haben wollen, nicht teuer. Jetzt check bitte. So. Okay, jetzt können wir wieder weiterfahren. So, aber wir müssen eh hier abbiegen. Ey, ohne die Karte hätte ich jetzt nicht gewusst. So. So, jetzt gleich wieder abbiegen. Da ist doch keiner. Also doch, eine alte Oma. Digga. Dann hat sie dich gesehen. So. Also Leute, zur Info auch zu The Bus, wenn mir sie update, also das Update, das nächste Update, sollte Mitte des Jahres kommen. Zuerst kommt die Linie, dann kommt der Bus. Oder gleich beides. Es ist nicht bekannt, ob beides kommt oder nur eins. Aber es wird auf jeden Fall Mitte des Jahres kommen. Das hat er gesagt. Ich habe mich ein bisschen da auch schlau gemacht. Und ja, also können wir das Update Mitte des Jahres rechnen. So vielleicht am 5. würde ich mal sagen, oder am 7. oder auch am 8. Das ist unterschiedlich. Das müssen die halt machen.
Kann sein, dass sie gerade den Bus machen müssen. Noch paar bestimmte Funktionen, Geräusche raussuchen. Info rausbekommen, Beispiel, ob der Bus Elektro fährt oder nicht. Beispiel jetzt so. Oder auch die Tür aufgehen. Ja. Die müssen wirklich alles fast durchchecken. Beispiel auch für mit diesem Knopf hier, was macht der, was macht der, was macht der, was kann man mit dem machen. Oder so. Und dann noch die Geräusche, die glaube ich die schwersten. Auch wenn man die nur aufnehmen, muss man die irgendwie aufnehmen bekommen. Man muss glaube ich zur BVG, also dort wo die Fahrzeuge sind, fragen, ob die mal kurz das Fahrzeug ausleihen dürfen. Also kurz Geräusche testen, aufnehmen und dann hinfügen. Aber nicht einfach so hinfügen, dass es einfach anhört, dass wenn du Gas gibst, dass es sich anhört wie 100, wenn du schon 100 km/h fährst. Sondern sie müssen auch das so schneiden, dass man, wenn man Gas gibt, dass es so so ungefähr. Ich kann mich auch nicht so richtig reinsetzen davon, weil ich das nie gemacht habe. Kann sein, dass ich etwas falsch erzähle. Darum glaubt mir nie 100% immer. So. Diese Ampel ist so scheiße, Digga. Da muss ich ehrlich zugeben. So. Hallo? Grüß Gott. Also, ich bin noch ein bisschen krank, nicht wundern. So. Let's go! Die Seitestelle Mondstraße. Oh. Oh. Okay. Egal. Welches Handy klingelt? Welches? Also bitte, eine Frage habe ich. Wer hat hier noch ein Nokia 5006 von 1999 oder so? Digga, wir haben alles Mobilfunkgeräte, die von 2020 oder so sind. Wir sind nicht mehr 1904, dass wir noch so ein Didididid haben. Das stimmt, ich habe die Sitze auch, das fällt mir gerade jetzt auf. Ich habe die Sitze neu gemacht. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß halt nicht, ob das im Workshop jetzt auch drauf ist. Wenn ja, dann habt ihr das Glück. Aber ich habe die Sitze auf die neue Sitze drauf gebracht. Es gibt halt die neue Sitze in The Bus. Also, The Bus in Berlin halt. Wir halt gerade erst bei einem U-Bahn sind, habe ich gesehen. Oder auch bestimmte Busse. Aber. Ja. Wie Haltestellen haben wir noch? Ja. So. Hier ist krass, dass wir auch wirklich die Nummernschilder alle ändern. So der. Ich dachte schon, das ist das gleiche gerade. Aber haben die gut gemacht. Locker, aber bei anderen Spielen wäre es so, alle haben die gleichen Nummernschilder. So, müssen die Gas in die Kiste stecken. So.
Ist eigentlich schwer rein. Oh. Go. Welche Taste? Ah, das regt mich ja ein bisschen auf. Ich muss wieder die Steuerung lernen hier und du machst. So kann ich das Gefühl, jedes Spiel eine andere Steuerung hat. So. Oh, noch Hauptbahnhof und dann noch. Oh, sind nicht mehr viele. Oha. Ein Ticket bitte. Was oh. kostet das? Weiß nicht, muss ich mal gucken. 10 Euro. Hat die sich ein bisschen verbuggt? Zu die Seite blinken. So, Gas geben. Wir kommen schon nicht zu spät, wir kommen zu früh. Boah. Eingebunden. Ich dachte, das geht ein bisschen zu schief hier rein. Nee. Ja, okay, wie dünn. Der arme Busfahrer, der hier festfährt. Der tut mir wirklich leid. Boah. Leckt es auch hier. Oh, Autobahn. Ja, das ist doch die Autobahn. Ja, wir fahren ein Autobahn. Juhu. Oh.
Ja, ich fahre so auf die Dicker. Ich glaube wirklich, in echt würde kein Fahrgast bei mir einsteigen. Axi frei. Ah, KI schwamm immer noch dagegen. Änderung der Fahrplan. Egal. Ist Juli 2014? Ne, 22? Ne, 35. Ja. Bauen für Sie. Dankeschön für die Info. Grün. So. Oh. So, komm, Ampel, bei Haltestellen. Komm, schneller. Komm, Ampel, bitte. Ich gönn doch manchmal auch mal. Oh ja. So, schnell Gas geben. Es sind nur noch zwei Haltestellen, wenn ich es richtig gesehen habe. Fahrgäste sind heute ein bisschen. Hi, kann ich bitte ein Ticket haben? Jetzt noch, bitte. Wie viel würde das kosten? Es würde 3 Euro kosten.
Noch schneller, noch schneller, Arbeit schneller. So. Hier können wir nicht rein. Nächstes erst. Boah. Ja, ich nehme irgendwas mit. Ja. So, Zeitstelle und dann möchte ich das Video heute noch nicht beenden. So Leute.